Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo Tim, die kurze Sommerpause ist vorbei. Konntest du denn trotz dem bitteren Ausgang der letzten Saison ein wenig abschalten in den letzten Wochen? Ja, also für das Körperliche war es natürlich mal gut, ein bisschen abschalten zu können, mal nicht auf dem Platz stehen zu müssen. Aber vom Kopf und vom Mentalen muss man schon sagen, ja, dass der Schmerz schon noch sehr, sehr tief sitzt. Ja, es war schon sehr schwierig nach den Spielen und nach dem Abstieg abzuschalten. Die ersten Tage waren sehr bitter und sehr schwierig, auch vom Kopf her. Ich habe so gut, wie es geht, probiert. Das dauert ein bisschen, die Geschehnisse zu verarbeiten, aber nichtsdestotrotz, ja, man kann es nicht rückgängig machen, wir können nur nach vorne schauen und jetzt geht's wieder los und deshalb bin ich auch motiviert, das jetzt in Zukunft dann wieder anzugehen. Wir befinden uns aktuell im Zentrum für Orthopädie-Unfallchirurgie und plastische Chirurgie in der Sportmedizin hier am Uniklinikum Dresden, wo die sportmedizinischen Tests für Dynamo Dresden für die kommende Saison aus koordiniert werden. Gemeinsam mit dem Klinikum für Augenheilkunde und in Kooperation mit dem Herzzentrum in Dresden organisieren wir die sportmedizinische Untersuchung. Nimm uns doch mal mit, wie war denn heute so der Tag im Uniklinikum? Ich glaube, das würde jeder Fußballer unterschreiben, wenn das wenn man sagt, dass das ein Tag ist, den wir eigentlich nicht bräuchten. Klar ist er natürlich wichtig, um alles durchzuchecken, von Herzen, Augen, vom Körperlichen, ob einfach alles passt, ob man sporttauglich ist. Die Spieler haben im Grunde genommen zwei Teile absolviert, sportmedizinische Untersuchung und leistungsdiagnostische Untersuchung. Die sportmedizinischen Untersuchungen sind ja notwendig und eine Voraussetzung von DFB, für die Teilnahme an Wettkämpfen. Wenn jemand zum Beispiel im Rahmen einer Infektionskrankheit Beschwerden mit dem Herzmuskel entwickelt hat oder wenn sich jemand im Rahmen der Vorbereitung privat im Urlaub jetzt nochmal das Sprunggelenk vertreten hat oder mit dem Knie ein Distorsionstrauma gehabt hat, weiterhin Beschwerden hat, dann ist das jetzt auch nochmal eine gute Gelegenheit, der Sache medizinisch nochmal nachzugehen, um zu gucken, dass auch wirklich alles in Ordnung ist und kein bleibender Schaden vorhanden ist. Bei mir ist heute Morgen losgegangen, um 6 Uhr bin ich aufgestanden, um 7 Uhr stand ich dann hier schon auf der Matte. Wiegen, Größe messen, EKG, Blut abnehmen, Sehtest, das volle Programm durchgecheckt worden. Ich bin auf jeden Fall sporttauglich, das ist schon mal das Wichtigste. Und dann kamen natürlich nochmal die unangenehmen sportlichen Tests, Krafttest, Schnellkraft und natürlich der sehr, sehr unbeliebte Laktattest, der dann nochmal alles abverlangt hat am Ende. Die Leistungsdiagnostik wiederum helfen uns dann, Schwäche, Stärke, Profile zu erstellen und daraus individuelle Trainingsprogramme. Die Spieler sind ja unterschiedlich dann von der Voraussetzung, physischen Voraussetzung. Einige haben eher Defizite in der Kraftkomponente. Dann werden wir mit den Spielern eher in den Kraftraum gehen und die verschiedenen muskulären Disbalance arbeiten. Andere Spieler haben vielleicht noch Nachholbedarf bei der Ausdauer und so werden diese individuellen Programme erstellt. Jetzt steht morgen der Trainingsauftakt an. Mit welchem Gefühl oder welcher Motivation gehst du dann morgen auf den Platz, wo ihr dann auch euren neuen Cheftrainer quasi das erste Mal alle kennenlernt? Ja, ich glaube, man geht zum ein bisschen gemischten Gefühl auf den Platz. Also ich persönlich, man freut sich, wieder Fußball spielen zu dürfen, um auch das Ganze, was passiert ist, hinter sich zu lassen, zu vergessen. Und ich freue mich, dass es wieder losgeht. Und ich glaube, wir haben auch einiges gut zu machen und auch vor dieser Saison. Deswegen, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ja, motiviert bin ich auf jeden Fall. Wenn ich morgen aufstehe, muss ich mal gucken, ob ich dann noch fit bin. Aber ich denke, fürs Training wird es dann auf jeden Fall reichen.